Wie versichere ich mich, wenn ich einen Fahrzeughandel betreibe? Hallo und herzlich willkommen, da ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du heute wieder dabei. Gefällt dir unser Kanal? Hier oben links bitte abonnieren. Da bist du immer up to date rund ums Thema Versicherung, Steuern und Finanzen. So, hier kommt der zweite Teil zum Video, wenn ich einen Fahrzeughandel betreibe. Wir haben schon ein Video veröffentlicht zum Thema, was ist, wenn ich eine Fahrzeugwerkstatt betreibe. Und wir nehmen jetzt wirklich hier den Handel auseinander. Gut, fangen wir an im Grundsatz. Erste Versicherung, die ihr braucht, Geschäftssachversicherung, die sogenannte Fahrhabe. Hier geht es wiederum um das ganze Inventar, das ihr habt in den Büroräumen, Verkaufs- und Ausstellungsfläche, Stühle, Tische, PC und so weiter und so fort. Erweitert wird es natürlich dort jetzt im Fahrzeughandel mit der sogenannten Handelsware, sprich nicht eingelöste neue Okkasionsfahrzeuge, die zum Verkauf oder Konsignation stehen im Grundsatz. Richtig im Grundsatz, es gibt unterschiedliche Gruppen, und zwar Fahrzeuge im Gebäude, Fahrzeuge im Freien, Fahrzeuge unter dem Schirmdach und dann entsprechend auch fremde Fahrzeuge, weil das natürlich verschiedene Risiken sind, je nachdem, wo sie stehen. Dann gibt es noch eine Spezialdeckung, elementar spezial, was ist das? Das heißt, es ist eine bekannte Elementardeckung, die deckt aber im Grundsatz dann eigentlich noch weitere Sachen ab, wie größere Hagelschäden, kann aber auch andere Ausschlüsse geben. Gibt es zu prüfen, ob das dann Sinn macht in eurem Case, aber das ist dann unter elementar spezial zu verstehen. Dann weiter Glasbruch kann man einschließen für Front- und Heckscheiben, die natürlich versichert sind. Dann der einfache Diebstahl, also falls Fahrzeuge geklaut werden, ist ein Thema. Respektive Fahrzeugschlüsse müssen einfach an einem safen Ort sein, das ist Bedingung. Und da gibt es natürlich noch Vandalismus, Marderschäden beispielsweise, die man auch noch in die Inventarsumme einschließen kann bei der Geschäftssachversicherung. Dann geht es weiter mit der Betriebshaftpflicht. Grundsätzlich gibt es eine normale Betriebshaftpflicht, aber es gibt dann auch noch die gesetzliche Absicherung, die man beachten muss für das Straßenverkehrsgesetz SVG grundsätzlich. Dann kommt wieder die Deckung gemäß SVG 71 dazu, dass natürlich du als Fahrzeughändler am MLF-Gewerbe angeschlossen bist, gilt für dich die SVG 71-Regelung und die gehört zur Grundausstattung zu deiner Betriebshaftpflicht hinzu im Grundsatz. Nochmal, die Regelung hier geht darum, dass wenn du Kundenfahrzeuge übernimmst, bist du über diese Betriebshaftpflicht dann entsprechend gedeckt und es kann dir nichts passieren. Dann weiter noch Schäden an aufbewahrten und bearbeitenden Fahrzeugen. Es geht darum, wenn du grundsätzlich Überführungsfahrten tätigst beispielsweise oder das Fahrzeug, das schon nicht mehr deins ist, hin und her gefahren wird beispielsweise, ist das natürlich ein Thema. Erweiterung grundsätzlich sind natürlich möglich. Hast du dann noch eine Werkstatt oder ein Pneulager, dann natürlich muss man das auch noch ergänzend hinzufügen. Wir haben jetzt hier nur den entsprechenden Handel angeschaut. Hat dir dieses Video gefallen? Bitte teilen, liken, feedbacken. Würde mich sehr freuen. Hast du eine Werkstatt, dann blenden wir hier dir oben links schnell das andere Video ein, dass du das anschauen kannst. Hast du ein Kombi, kannst du eigentlich beide Videos entsprechend benutzen. Vielen Dank, würde mich freuen, wenn du das Video teilen, liken, feedbacken möchtest. Am Ende hast du noch die Kontaktmöglichkeiten. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch, mach's gut, dein Versicherungsguide Christian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.